Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Let's Play Sky Factory. Und ja, wir wollten heute mal ein bisschen ja, unsere Mobfarm anpassen. Improven, ja. Improven, so sieht's aus. Achso, meine Pickaxe ist kaputt, deswegen geht das nicht. Willst du meine haben? Hier, nimm mal. Ich hab repariert. Achso, oh, damit, ich glaube, jetzt hast du meine. Nein, okay, alles klar, never mind. Ja, ich gönne mir auch mal ein bisschen hier von dem. Von der leckeren Essenz. Ja, du kannst ja mal ein paar Dingens öffnen hier, ein paar Lootbags. Ja, richtig, richtig. Lootbags haben wir in Hülle und Fülle. Da haben wir einmal eine Ankommen-Lootbag mit einem weiteren Safari-Netz und ein bisschen Eisen. Sehr nice. Und was haben wir dann noch hier? Noch eine Ankommen, Iron Boots und ein Name-Tag. Das gefällt mir doch auch. Eine Legendary Reward-Bag. Oh mein Gott, eine Enderperle. Redstone Alloy und Nether Quartz. Nice. Das gefällt mir sehr gut. So, dann gucken wir mal in die Common Lootbag rein. Da haben wir zwei Pulsating Iron. Das ist auch gar nicht mal schlecht. Und dann kommt die Legendary Reward Bag. Und da bin ich jetzt echt mal gespannt. Eine MT Map. Dein Ernst? Eine fucking Map? Oh, wunderbar. Mann. Oh Mann, ich fühle mich gerade echt verarscht. Wer will sowas denn nicht haben? Aber immerhin haben wir 5 Redstone Alloy und Pulsating. Alter, ist das hier laut. Was machst du denn da oben wieder? Hä? Machst du da wieder irgendeinen Mist? Nee, da muss halt Wasser hin. Wo muss halt Wasser hin? Hier, warte. Da rein. Woran? Hier, da. In die Ecke. Ja, da, wo der Block jetzt rausgezogen ist. So. Jetzt fließen die alle in die eine Richtung, ne? Ja. Ist ja kacke, ne? Nee. Wollen wir nicht? Dann hängen die ja hier in der Ecke rum, das wollen wir nicht. So, Achtung. Ach so. Ja, also Moment. Mit Endermündern müssen wir dann uns aber noch was überlegen, ne? Ja, die fliegen dann halt weg, ist ja egal. Ja, toll. Oh Mann. Ja, dann machst du hier da vorne das gleiche nochmal, oder was? Ja, warte, so. Erst den Block und dann hier noch rein. So. Ja. So. Müssten die in der Mitte landen. Okay, aber jetzt sammeln sie sich doch hier vorne an der Ecke, oder nicht? Ja, ja, warte, da kommt noch was. Ja, da müssen wir jetzt hin. Okay, ja gut, dann hole ich mal derweil Wasser. Ja, wenn du keins mehr hast, mach das. Ja, gut. Lalalala. Wasser, noch mehr Wasser. Oh, nice, wir haben sehr viel Gravel bekommen. Den können wir doch direkt erstmal siften lassen. Nicht siften lassen, du weißt, was ich meine. Von Sandsiften bekommt man übrigens Zerus Quartz. Wusstest du das? Kann sein, ja. Dann bin ich auch schon mal wieder auf dem Weg zurück. Warte, kannst du Leitern mitbringen? Kann ich bestimmt machen. Wie viel brauchst du denn? Drei. Drei, zwei, okay. Zwei Stück habe ich noch auf Lager, das muss reichen. Ja, drei klingt gut. Zwei, nicht drei. Zwei, drei, was? Drei? Zwei. Zwei ist nicht gut, aber wir haben hier noch an der Wand welche hängen, die könnten wir auch noch notfalls umfunktionieren. Was möchtest du denn machen mit den... Ich möchte erstmal da den Boden erhöhen, da wo die Viecher jetzt alle im Weg sind. Und jetzt klicke ich hier unten. So. Wir können ja auch mal... Welches Loch weiter? Ja, hier rechts auch noch. Da hinter dem Stein. Warte, wir machen das hier mal zu, damit die Spinnen nicht raus können. Okay. So? Ja. So, jetzt, warte, ich mach mal hier. Jetzt muss da vorne vor Kopf auf Augenhöhe hier eine Leiter hin. Also drei Stück. Dafür müssen wir die Spinne mal eben killen. Ja, mach das. Ich komme nicht dran.
Dahin da. Oder wird, so. Wird das unser Tod sein? Ah! Oh mein Gott, ich bin fast runtergefallen. Sorry, das Schwert war zu stark. Jetzt kannst du da die. Ja. Jetzt kommt die natürlich runter, ne? Das ist klar. Ja, dann lass mich mal da hinten. Ich seh nichts. So. Reicht das nicht theoretisch schon? Nee, in der Mitte muss auch, sonst bleibt das Wasser in der Mitte runter. Ja und? Ist das nicht egal? Nee, dann ist ja da hinten alles voll mit Wasser, dann brauchst du ja keine Ströme mehr. Ja, okay. Meine Stimme verabschiedet sich auch langsam, also. Ja. Und das wird auch die letzte Folge heute sein. So, und jetzt möchtest du wahrscheinlich hier. Die Leitern sehen bei mir unterschiedlich aus, aber. Nein! Wow. Ja, ja. Warte. Warte, wir können das Wasser von außen wieder platzieren, oder? Das ist am sichersten. Okay, ja. Dann mache ich hier unten nochmal schnell wieder die Fackel hin. Oh, wieder Lootbags. Ich will Lootbags. Wow! Und off. No. Nein! Nein! Wie uncool. Ja. Meine schönen Tools. Whaler Config Loading Complete. Ist ja toll, jetzt wo ich tot bin. Oh Mann. Okay, nächster Versuch. Ich versuche mal so ein bisschen hier aufzuräumen. Das hilft, glaube ich, auch nicht. Wenn du von außen hier, hier so. Ja. Den Block, der da außen jetzt noch ist, wegmachen und den? Dann auf der. Nee, von. Ja, ja, nee, hier außen. Außenrum gehen. Rechts da. Den da wegmachen und dann dahinter auf der gleichen Höhe platzieren, wie der Boden hier ist. Also hier. Dann kannst du da von außen ein Fenster. Ja, jetzt kannst du von hier da ein Fenster reinmachen. Dadurch das Wasser platzieren. Hier hinten zumachen, weil sonst fließt hier hinten das ganze Wasser raus. Ja, warte mal, wir machen das mal so. So ist richtig, ne? Du könntest auch einen tiefer kommen. Wow, das Wasser. Ah. Jetzt ist das Wasser in der Wand platziert, da muss das nicht hin. Wow. Oh, okay, warte, ich mach mal erstmal hier die Sauerei weg. Hilfe. Okay. Warte mal. Du könntest mir einen Eimer geben. Erstmal baue ich mich ein, dass ich nicht runtergeschubst werde. Denn die Erfahrung hat gezeigt, runterschubsen ist uncool. Ja. Warte mal, ich mach mal hier den Block wieder hin. Ja, genau. Und ja. Dann den weg, ja. Und ja. Mhm. Oh, Achtung. Wow. Ich glaube, ich bin die größte Gefahr für mich. Ja, du bist in der Tat eine Gefahr für dich. Ja, so, und jetzt noch hier vorne ein. So, ne? Ja, genau. Und jetzt wieder zumachen. Und dann die ganzen Geschwüre hier wegbauen und dann sind wir fertig. Wundervoll. Achso, die Spinnen bleiben da oben hängen. Das ist doof. Ja, okay. Das lässt sich aber bestimmt noch ändern. Oh, damit, das hätte ich nicht abbauen dürfen. Was hast du jetzt schon wieder kaputt gemacht? Dinge. Okay. Du darfst einen Block an der Seite darfst du nicht abbauen, weil sonst läuft das Wasser seitlich raus. Ja, da habe ich aber gerade nicht dran gedacht. Okay, gut. Ja, wir müssen das irgendwie dann wieder breiter machen. Das Problem ist, die Spinnen würden ja einfach auf dem Wasser schwimmen, hier auf dem Wasser, was sowieso hier vorne ist. Das heißt, breiter machen hilft da nicht nur. Nicht nur. Eine zweite Turtle weiter oben. Ja, für die Spinnen, das wäre eine Idee, ne? Ja, dann baue ich mal eben eine zweite Turtle. Ja. Und mit vollem Inventar, dann fließen die Sachen einfach runter, die Items. Ja, 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 genau. Hast du denn da schon einen Cobblestone reingepackt? Bestimmt, ne? Die untere, ja. Alles klar. Was wollte ich? Ach ja, genau, nicht Turtle, richtig. Einmal. Oh, ich habe gerade 3 FPS. Das ist sehr schön. Klingt gut. Ja, hätte ich auch gerne. Auf jeden Fall. Hast du nicht? Kannst du dir nicht leisten? Nee. Also wirklich. Oh ja. Ich habe übrigens mal nachgeguckt, was es mich kosten würde, meine gesamten Daten hier
bei Amazon als Backup zu machen. Und? 350 Euro im Monat. Ja, warum nicht? Läppchen, ne? Auf jeden Fall, kann man sich mal zwischendurch gönnen. Lächerlich. 350 Euro? Ja. Meine Fresse, wer hat denn so viel Geld? Wer hat so viel Geld dafür? Also für 350 Euro kann ich mir jeden Monat eine neue Festplatte kaufen, wo ich das alles draufschieben kann. Ja, dann kannst du dir sogar 3 oder 4 Festplatten kaufen, a 2 Terabyte. Ja gut, ich habe im Moment 4 Terabyte und die sind quasi voll, also... Ja, aber du bist trotzdem immer noch billiger dran. Ja. Ich überlege auch mal, ob ich mir vielleicht Ende des Jahres einen QNAS hole. Und dann halt vielleicht eine Server-Application schreiben, die dann automatisch für mich das auf YouTube hochlädt. Übrigens, dafür brauchst du nichts schreiben, sowas gibt's schon. Ah, cool. Über Kommandozeile so. Das ist ja praktisch. Nach der Folge hier möchte ich eigentlich auch nochmal mit dir reden, kurz. Wegen eines kleineren Projektes, das ich plane. Und da möchte ich jetzt aber noch nicht zu viel spoilern. Wie bitte? Weltherrschaft. Ja, das sowieso. Die ist immer schon geplant. Nee, aber tatsächlich geht's um was anderes. Hat aber auch mit YouTube zu tun. Wer hätte das gedacht? Aber nichts Wildes, keine Sorge. Es geht um YouTube und Programmieren. So viel verrate ich, aber mehr finde auch noch nicht. Ding nach einem Tutorial. Wow, das war laut. Eigentlich sogar nicht, nein. Wie gesagt, ich erzähle das gleich. Ja. Hier sind noch 2 Common Lootbags. Die werde ich gleich öffnen, nachdem ich ein Diamantschwert gecraftet habe und dir die 2. Turtle gebracht habe. So. Das ist eigentlich egal, auf welche Seite man die packt. Ich würde die hier hinpacken, weil die Viecher ja in diese Richtung fließen. Willst du, dass die Turtle dass das Schwert links oder rechts hat? Das ist Wurst, glaube ich. Und ich bin übrigens gerade schon wieder gestorben. Oh Mann. Yay. Die Creeper-Explosionen, die sind echt zu heftig, finde ich. Aber guck mal, der Jens, der holt jetzt endlich mal auf. Mit den Toten. Ja gut, ist ja nicht schwierig, wenn nur einer der beiden Konkurrenten da ist, ne? Ja, das ist wohl richtig. So, warte mal, ich schmeiß dir mal eben deine Sachen zu, die Turtle zu und bitte dich damit nicht wieder runterzuspringen. Ja. Hab ich gehört, soll nicht so gesund sein. Ja, fühlt sich auch nicht so geil an. Ich meine, mit einer Pickaxe und einem Stack Cobblestone ist mir das jetzt nicht so Ja, klar. Am Herzen liegend, ne, aber... Gerade eben war bitterer. Ja, meine schöne Axt. 10 Jahre lang habe ich in diesem Baum da trainiert und dann weg ist er. Tja, so spielt das Leben, so spielt das Leben. Oh mein Gott, mein Rücken hat geknackt. Das hat wehgetan. Dann waren das gar keine Schüsse vorhin, sondern dein Rücken. Ja, knack, knack, oh mein Gott. Oh Mann. Oh Gott, diese Creeper, ne? Ich arbeite dann auch schon mal auf eine Redstone Energy Cell hin, beziehungsweise Leadstone Energy Cell, weil Redstone werden wir uns die wahrscheinlich nicht leisten können. Und Frage ist jetzt, ob die Leiter hier noch besteht oder ob ich die vorhin aus Versehen abgebaut habe. Mal. Was für eine Leiter? Doch, die ist noch da. Kann um die Ecke gucken. Füllen wir das Inventar mit Cobblestone, so. Na toll, er hat sich wegteleportiert. While true Monster Hunter do Turtle.attack. Sicher, dass du das als while true machen möchtest und nicht immer nur, wenn da vorne was ist. Der kann immer nur angreifen, wenn da was ist. Achso, okay. The Wild True ist, der guckt, ob da was ist und schlägt dann und ansonsten... Achso, okay, alles klar. Ja, man soll ja nicht so viel Wild True verwenden, habe ich gehört. Ach was. Bei Computern innerhalb von Minecraft überhaupt kein Problem. Oh Mann.
Aber ich hab das Gefühl, der Server läuft ja auf meinem Rechner, ne? Dammit! Aber ich hab das Gefühl, der tötet jetzt schon alles hier. Oder es kommen keine Viecher. Ne, auf der Karte ist gar nichts eingezeichnet. Ne? Nö, stehst wahrscheinlich ein Stückchen zu hoch noch. Ja, ich bin auf dem Weg nach unten. Security-Issues hier abbauen. Ja, mach das, mach das. Wundervoll, wundervoll. Da kam was. Herrlich, herrlich. Reaper. Blöde ist, er schwimmt jetzt hier unten. Nun. Hatten wir nicht gerade deswegen die zweite Turtle eingebaut, damit die eben nicht mehr schwimmen? Oh. Ne, die zweite ist ja für die Spinnen. Aber ich meine hier, der Creeper und alle Viecher hier unten, die schwimmen in dem einen tiefen Wasser. Wenn wir da jetzt was platzieren, zum Beispiel eine Torch, nee, eine Leiter. Leiter. Oder ein Schild. Warte, ich nehme auch nochmal Leiter. Schild wäre wahrscheinlich besser, weil Leiter, da bleiben die wahrscheinlich dran hängen. Ja, vielleicht. Warte, ich habe kein Holz. Warte, ich hol mal eben Holz. einen Moment, ich muss eben ein wenig was essen, damit ich auch sprinten kann, ordentlich. Oh, ein Witch-Hat. All that was left of that nasty witch. Ja, von Reliquary. Kann das sein? Ja. Legendary Lootbag. Oh mein Gott. Ist bestimmt wieder nur Scheiße drin, so wie hier, wie letztes Mal. Ein Kompass. Yay. Diamond Horse Armor. Yay. Ein goldener Apfel. Und ein Sacred Rubber Sapling. Nein, mein. Das war richtig geil. Lalalala. Oben auf dem Monster-Spawner-Dingens steht übrigens ein Enderman. Ja, macht nichts. Irgendwo müssen die ja geparkt werden, ne? Hä? Was ist hingemacht? Irgendwie kann ich... Warte, da. Besser? Ja, wunderbar. Ja, Wundervoll, wundervoll. Wird perfekt sein, so. Ich kann da oben auch noch eins hinpacken. Siehst du, funktioniert gleich zehnmal besser. Ja, läuft. Lootbags, Lootbags. Oh mein Gott. Wir sollten mal die ganzen Bögen aussortieren. Ja, ich sag dir, wir brauchen irgendwas zum Sortieren da hinten, damit das die Items wegwirft. Mhm. Oh, ich habe auch ein Geschenk für dich hier, bitte sehr. Oh. Das ist ein sehr gutes Early-Schwert, habe ich gehört, habe ich mir sagen lassen. Gut, dann springe ich gleich mal von der Kante. Nein, wehe, ich bringe dich um. Moment, wait. Oh Mann. Warum laufe ich eigentlich? Wir haben doch Teleport. Gute Frage. Achso, ich habe ja schon wieder einen neuen Deathpoint. Das ist ja wunderbar. Gerade erst einen gelöscht, da ist schon wieder ein neuer. Ach ja, ich habe auch den einen oder anderen hier noch rumliegen. An Deathpoints meine ich natürlich. So. Ein bisschen Tin aus. 100.000 haben wir schon, Cobblestone. Wo hatte ich denn jetzt die... Ach, da oben, alles klar. Gut, jetzt haben wir natürlich kein TNT mehr, das ist ein bisschen blöd. Ach ja, wohin? So. Wow. Ich meine, wir kriegen ja immer noch genug über unsere Furnace Generators. Ja, und die Mob-Farm hier wirft auch ein bisschen... Nur ein bisschen ab. Boah, wow, dezent, dezent. Hab ich gehört. Oh, ein Enderman. Ich glaub, ich hab ihn angeguckt. Und tot. Und runtergefallen. Dammit. Ich muss mich echt dran gewöhnen, dass wir teleportieren können. Das ist so ein bisschen ungewohnt. Ja, eigentlich schon. Der Sand. Naja. Wie bitte? Ich war auf der Suche nach Sand, aber irgendwie... Ja, wir müssen eigentlich, also ich glaube, unser Hauptaugenmerk sollte im Moment auf mehr Power und mehr... Ah, ich werde angegriffen. Mehr Power und mehr Automatisierung liegen. Sprich, wir sollten vielleicht eine dieser Transfer-Pipes direkt an den Hämmerer anschließen. Und dann irgendwie eine Verbindung dazwischen herstellen, zwischen Hammerer und Automatic Sieve, und das Ganze irgendwie geschickt positionieren, dass sich das automatisch dingens. Warum hast du jetzt einen Cobblestone-Penis hier hingestellt? Penis, das ist ein Stick. Achso, natürlich ist es ein Stick.
Wie konnte ich das nur verkennen? The Stick of Truth. Aber weißt du was? Ich glaube, an der Stelle machen wir dann eine kleine Pause. Und ich würde einfach mal sagen... So von 2 Wochen etwa. Ja, genau. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Und hoffentlich starte ich dann wieder das Richtige und nicht das Falsche. Ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe natürlich, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch eine Bewertung und oder einen Kommentar da. Und wir sehen uns in der nächsten Episode. Ich sage einfach mal, bis dahin, macht's gut, haut rein.